Das ist die optimale Formel, das optimale Verhältnis. Es ist wirklich so einfach. Eins ist mir ganz wichtig. Bitte verstehe, wie wichtig es ist, dass du nicht versuchst, das Rad neu zu erfinden. In The Tipping Point sagt Malcolm Gladwell etwas ganz Wichtiges. Trendsetter-Produkte sind nicht revolutionär. Als ich das bis dahin gelesen habe, war ich völlig überrascht. Da habe ich nämlich noch gedacht, Trendsetter-Produkte müssten revolutionär sein. Aber er sagt, Trendsetter-Produkte sind nicht revolutionär. Sie sind einfach nur Variationen von einem Thema, das sich entwickelt. Du brauchst nur minimale Variationen. Und die einzige Variation, die du wirklich am Anfang brauchst, ist, dass du verschiedene Strategien etwas anders zusammensetzt und dabei ruhig den Erfinder zitierst, nennst und das Ganze mit deiner persönlichen Geschichte verbindest. Es ist wirklich so einfach. 80% Altes und Bewährtes, neu zusammengesetzt. 20% Neues, deine Geschichte, deine Core-Story. Das ist die optimale Formel, das optimale Verhältnis. Nimm nicht einfach irgendein Produkt, von dem du nicht weißt, ob du damit großartig bist oder eins, wo du noch nicht mal die Nische eingegrenzt hast oder eins, in dem du keine Core-Story hast. Denn dein Produkt soll selbstverständlich gut werden. Nicht perfekt, darüber haben wir gesprochen, aber gut. Vielleicht sogar außergewöhnlich gut und deine Geschichte macht es außergewöhnlich. Denn jede Geschichte ist außergewöhnlich. Und dafür ist es wichtig, dass es etwas ist, was du kannst, was du magst. Denn gerade bei Informationsprodukten spüren das deine Kunden. Und es ist auch wichtig, dass du vorher feststellst, ob Menschen danach suchen, ob du also eine Nische hast. Und es ist wichtig, dass es dir wirklich ein Herzensanliegen ist, was du da mit deiner Core-Story demonstrierst.